Hi, ich will euch was zeigen. Ich habe mit Mami, den Blog verlinke ich unten von ihr, also sie macht einen Sale, einen Blog-Sale und da gibt es sehr interessante Sachen. Und hier, das Päckchen ist heute angekommen. Ging ziemlich schnell, wenn ihr mich fragt. Dank der lieben Mami. Und ich will euch jetzt die Sachen zeigen, ganz schnell, was ich gekauft habe von ihr, also was ich hier abgekauft habe. Das ist einmal der Bronzer von der Catrice Bohemia LE. Die, was im September rauskommen ist, die habe ich aber nicht so erwischt oder gesehen, weil sonst hätte ich mir sicher ein Backup gekauft. Weil das ist der Bronzer, den ich am meisten benutze zurzeit. Und ich habe gesehen, sie verkauft den und wollte ihn unbedingt nochmal haben. Dann hier die von der Vampire's Love, die Palette, da habe ich auch zwei Swatches auf meiner Hand. Moment, die zeige ich euch zuerst. Hier und hier. Da habe ich einmal den silbernen geswatcht. Und den schwarzen mit Glitzer hier. Also nur so, oppla, Entschuldigung. Nur so als Test mal, wie Inver geistert dein Sparky. Sie hat mehr Glitzer verkauft. Da hat sie 5 verkauft. Und ich habe mir einen von ihr rausgesucht. Der hat sogar einen Magneten drauf. Meine anderen haben nämlich noch keine Magneten drauf. Das ist Plumage. Und da ist leider eine Kante rausgebrochen hier. Ich finde, das ist nicht so schlimm. Er ist trotzdem hübsch. Ich bin froh, dass er in einem Stück angekommen ist. Es fehlt zwar eine Ecke, aber was macht das schon? Hier habt ihr den Swatch. Und außerdem hat die ja nicht so teuer die Lidschatten verkauft. 8,50 glaube ich waren das. Da geht das. Da ist das kein Problem. Sie hat wirklich gute Preise für das. Das finde ich super Preise. Richtig. Und jetzt mein Highlight von dem ganzen Sachen, was ich von ihr gekauft habe, was ich am allermeisten haben wollte. Die Sleek Palette. Das ist von einer LE gewesen damals. Sparkle heißt die Palette. Den Pinkton wollte ich, also ich wollte die Palette eigentlich am Anfang nur wegen dem Pinkton haben hier oben. Unten, Entschuldigung, hier unten. Weil die Farben waren auch wunderschön. Der Grünton ist zum Beispiel auch schön hier. Der Grünton. Hier. Ich male hier meine Hand an, wie eine total bekloppte. Ich habe nämlich den gelben und den anderen habe ich auch drauf. Und den gelben muss ich nochmal nachpuppeln. Hier. Gelb, schwarz. Die sind verdammt pigmentiert. Bist du wahnsinnig. Also meine Schwester hat recht, die sind noch schwer zum Benutzen. Sehr, sehr schwer zum Benutzen. Ich habe da voll Probleme gehabt. Den pinken habe ich ausprobiert. Den hier und den schwarzen mit Glitzer, der ist hier oben, hier, und das hat überhaupt nicht gut ausgeschaut. Ui, nein, das Glitzer fliegt runter und so, aber sie heißen ja auch Sparkle, die Palette heißt auch Sparkle. Hund, okay, ich glaube, das war's. Was ich noch sagen wollte, ich werde den Blog-Sale verlinken von der Süßen, auch ihren Twitter-Account, wenn ich ihn finde, weil ich habe ihn bis jetzt noch immer nicht gefunden. Sie hat zwar Twitter, aber ich finde es nicht. Das werde ich euch auf jeden Fall verlinken, alle beide Sachen. Schaut mal bei dem Blog-Sale vorbei, weil sie verkauft wirklich gute Sachen. Schaut mal vorbei. Schaut bei ihr vorbei. Hypnotisieren. Macht das auf jeden Fall. Ich werde jetzt sofort wieder nachschauen. Einfach so, ich gucke immer nach, ob vielleicht sie was Neues hochladet. Na gut, dann, das war's. Vergesst nicht auf ihrem Blog zu gucken. Und das war's. Viel, viel Werbung für sie. Ich hoffe, das war ein bisschen genug Werbung. Ich frage mich, wie man richtig Werbung macht für jemanden. Schaut auf ihrem Blog und es knallt. Hilft das? Ich glaube, das hilft nicht. Na gut, dann werde ich jetzt gehen. Sonst komme ich noch zu spät zu meiner Arbeit. Ja. Bis dann!